Welche Organe kann man eigentlich spenden? Folgende Organe können transplantiert werden: Niere, Leber, Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm. Außerdem können folgende Gewebe gespendet werden: Augenhornhaut, Knochen, Weichteilgewebe, Haut, Eihaut der Fruchtblase sowie Herzklappen und Blutgefäße. Gibt es Personen, die nicht spenden dürfen? Für Organspenden gibt es keine Altersgrenze. Allerdings kann eine Organentnahme zum Beispiel bei bestimmten Infektionen oder bei Krebserkrankungen ausgeschlossen sein. Bei allen anderen Erkrankungen entscheiden die Ärzte, ob eine Organspende in Frage kommt. Darf nur bei Hirntod gespendet werden? Die Voraussetzungen für eine Organspende sind im Transplantationsgesetz streng geregelt. Es muss der unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunktionen, also der Hirntod des möglichen Spenders, festgestellt worden sein. In einzelnen Fällen kommt eine Spende von Organen oder Organteilen aber auch zu Lebzeiten in Frage. Das gilt für die Niere und seltener einen Teil der Leber. Müssen Organspender Angst haben, dass die Ärzte sie eher aufgeben? Die behandelnden Ärzte sind dem Wohl des Patienten verpflichtet. Daher ist es auch das Ziel aller medizinischen Maßnahmen, das Leben des Patienten zu retten. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Patient einer Organspende zugestimmt hat oder nicht. Wie gerecht ist die Vergabe der Spenderorgane? Es gibt viele Faktoren, die entscheiden, wer ein bestimmtes Spenderorgan bekommt. Dazu gehören zum Beispiel Blutgruppe, Alter, Gewicht und die Gewebemerkmale. Die gemeinsame Warteliste des Verbundes von Eurotransplant erleichtert es, die optimalen Empfänger zu ermitteln. Ob ein Patient auf der Warteliste privat oder gesetzlich krankenversichert ist, spielt bei der Organvergabe keine Rolle.